Jankovic, mein Freund! Wie schön! Willkommen zurück unter den Lebenden! Ja, willkommen zurück und so, Blasco. Ich würde sie ja gern richtig doll drücken. Aber wenn das Ding hier runterfällt, geht es hoch und das Scheißboot geht runter. Könnten Sie mal herkommen und mir helfen? Max Hass! Oh Gott, da kommt der Idiot. Zurück, Max! Das Ding ist sehr gefährlich. Das fliegt uns um die Ohren. Oh, sagt eure Gebete, wir sind tot. Der bringt uns doch alle um. Nein! Max Hass. Was in drei Teufelsnamen ist hier hinten passiert? Gut gemacht, Max. Unglaublich. Oh, Herr Blazkowicz. Ich habe im Fernsehen gesehen, was Sie ihnen angetan haben. Schläfst du? Oh, ich will mich nur etwas ausruhen, bevor wir New Orleans erreichen. Ist eine lange Reise. Nur für ein paar Minuten. Kannst du mich in den Arm nehmen, William? Ich habe ihn getroffen. Ich sah ihn und hatte keine Angst mehr. Oh, William. Und deine Mutter. Was war das in der Garage? In der Garage? Als du mich retten wolltest. Frau Engels Männer haben dich da attackiert. Es fielen Schüsse. Ach, das war nichts. Wir hatten halt ein paar Tricks auf Lager. Genau das hat Superspech gesagt. Du hast meine Frage nie beantwortet. Welche? Ist das real? Oder bin ich im Himmel? Sehen, ob Grace was für mich hat. Wofür ich diesen neuen Körper nutzen kann. Hey! Schön, dich zu sehen, Grace. Scheiße. Blazkowicz, Sie sind ein echt harter Brocken. Wissen Sie das? Was ist das? Species Müll aus Roswell. Er hat alles aus der Bodenkontrolle mitgenommen und hier hingeknallt. Ja. Hat das Zeug nie ausgepackt. Er war ein guter Mann. War abzusehen. Aber ich konnte nichts tun. Was hat er gesagt? Wann? Was waren seine letzten Worte? Sagen Sie es mir. Er sagte, das war ein außerirdischer Mann. Ha! Vollidiot. Reset. Oh, Junge, wie läuft's bei Ihnen? Hallo, Grace. Gehört es Ihnen? Was ist das? Wo haben Sie es her? Specie hatte es aus Roswell. Hat 47 bei der Absturzstelle gefunden. Sieht aus wie... Das kann nicht sein. Aber das... Oh! Oh Gott! Seth. Oh Gott, das ist... Entschuldigung. Tut mir leid. Grace! Gleich fängt es an, Grace. Ein Frontalangriff. Sie sollen die Maschinen heiß laufen lassen. Volle Kraft voraus, Schwester. Ja, Ma'am. Wird gemacht. Wir sind unterwegs zur New Orleans-Zone. Kommen Sie, Blazkowicz, setzen Sie sich. In der Zone gab es eine der letzten Widerstandsgruppen Amerikas, angeführt von einem Mann namens Horton. Nach dem Krieg
baute das Regime Mauern um die Stadt. Und dann trieben sie alle unerwünschten Personen zusammen und brachten sie dorthin. Horton und seine Kameraden stecken da fest und harren unter den schlimmsten vorstellbaren Bedingungen aus. Aber seit den jüngsten Vorfällen hat das Regime den Druck erhöht. Todesschwadronen stürmen die Städte und bringen die Leute um. Gott verdammt, sie töten alle in der Stadt, bis keiner mehr übrig ist. Wir müssen was tun. Dann los. Also ist Ihr neuer Körper denn bereit für die Schlacht? Bereiter als je zuvor. Ich fühle mich unaufhaltsam. Wie ein verdammter Güterzug. Sie sind ein scheiß Güterzug. Also bevor wir in New Orleans ankommen, müssen Sie noch einen Abstecher nach Manhattan machen. Lesen Sie die Einsatzbeschreibung. Aktivieren Sie die Kriegskarte und laden Sie die Infos für Manhattan. Verstanden. Oh, und Blaskovic. Ein Gutes hat dieser ganze Mist gebracht. Ja, was denn? Ihre Hinrichtung ist überall in den Nachrichten. Das Regime glaubt, sie seien tot. Die werden sie nie kommen sehen. Die Strahlung da unten ist hoch. Blaskovic, finden Sie einen Weg in den Atombunker, bevor die Strahlung Sie, nun ja, umbringt. Thank you.
Das Regime hat die gestohlenen Daten in der Kommandozentrale. Sie müssen irgendwie da rein. Willst du mal eine lustige Geschichte aus dem Lager in Baltimore hören? Na klar. Also, eines Tages fragten mich die Gefangenen, ob sie Sport machen dürfen. Ich sagte ihnen, dass das auf jeden Fall Fußball sein müsste. Kein Baseball, kein Handball. Nicht Handball. American Football. Ach ja, so nennen sie das. Also gab ich ihnen einen alten Fußball, den die Wachen in ihren Pausen benutzt hatten. Wissen die Cowboys denn überhaupt, wie man Fußball spielt? Sie haben es versucht, war sehr lustig. Rannten rum wie aufgescheuchte Hühner, völlig ohne Taktik. Und ständig lagen sie irgendwann aufeinander. Ich habe sogar den Ball in die Hand genommen. Du machst Witze. Ich schwör bei Gott, es war so. Ach, das Lager. Naja, was ist damit überhaupt passiert? Und sind die Gefangenen ausgegangen.